Dies ist eine Anleitung. Und da das nun geklärt ist, machen wir weiter mit Mega Man 3 für den Game Boy. Heute mit dem eigentlich zweiten Wily-Level. Okay, jetzt dürfen wir hier weitermachen. Oder kommt jetzt nochmal so ein... Nee. Die Musik kommt mir auch bekannt vor. Oh, hallo Dr. Wily. Natürlich! Hä? Okay. Ja. Na gut, dann gehen wir halt nicht dem Doktor hinterher, unserem Erzfeind. Nein, wir jagen lieber dem hinterher. Was zum Teufel? Okay. Zack. Was willst du sein? Der wäre gern ein Metalman-Klon, aber hat er nicht geschafft. Natürlich dürfen wir da nicht lang. Die unsichtbare Wand hält uns davon ab, den Doktor zu jagen. Aber interessant, dass wir jetzt hier nicht mal ein Level bekommen, sondern einfach gleich den Endgegner, den Gegner des Levels vor die Nase gesetzt bekommen. Okay, das wollte ich ja nur wissen. Ich wollte rutschen. Ein interessanter Gegner. Ja, die Waffen probiere ich schon aus. Sehe ja dann ab. Na, jetzt erstmal wieder die Szene. Und warum steht auf dieser Maschine. Also, Wily TS2. Ach, Teleport System 2, okay. Wieso steht das Teleport System? Ah ja. Steht hier überall herum, okay. Also, Mega Man macht es offensichtlich nun wie Super Mario. Und geht doch röhren. Ach. Nein, damit komme ich hier nicht weiter. Was war jetzt das nochmal? Ah ja, Dive, klar. Also, hauptsächlich Spekulation und danach im Grunde genommen ein Kampf gegen Metal Man. Gut, das wollte ich ja nur wissen. Okay, auch nicht. Auch nicht. Okay. Gut, ja, jetzt weiß ich zumindest, um was es hier geht. Wenn das Projekt durch ist, werde ich mich mal nach dem Namen dieses Gegners erkundigen und den dann in den Titel schreiben. Vorerst wird diese Folge wahrscheinlich den Titel etwas kurz tragen oder sowas. Falsche Richtung, Mega Man. Ja. Ne? Verspekuliert. Komm, das kriegen wir schon hin. Ist jetzt auch nicht so schlimm, dass wir den mit dem Buster besiegen müssen, weil der Buster macht ja genügend Schaden.
Das Einzige ist halt jetzt, ich muss halt Glück haben. Zumindest, ja. Ich bin halt zu langsam, um irgendwie so reagieren zu können, dass ich die Wahl hätte. Also, wenn ich springe, bin ich in der Luft, dann kann ich auch nicht mehr auf dem Boden. Nicht mehr rechtzeitig. Ich komme da, kann aber auch nicht drüber springen. Ich sehe jetzt aber auch noch nichts, woran ich erkennen kann, ob der rollen oder ob er in die Luft oder rollen möchte. Und zu meinem Vergleich damals mit Super Mario, das war ein bisschen, naja, arg. Naja, ich sehe mir auch diese Folgen schon wieder fürs Jubiläum an. Den kriegen wir schon. Den kriegen wir schon. Wobei mich der Gegner so ein bisschen an den ersten Gegner aus Mega Man 7 erinnert. Ach. Reihenfolge oder sowas dahinter? Nee. Und ich werde bei den Gegnern auch keinen Energietank benutzen, ganz sicher nicht. Das klappt auch ohne. Das dauert zwar jetzt ein bisschen, aber das klappt auch ohne. Es wäre Verschwendung, wenn ich hier meinen Energietank benutzen würde, weil der Gegner für mich reine Spekulation ist und. Das heißt, ich könnte mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit meinen Energietank verschwenden. Und das möchte ich wirklich nicht riskieren. Ach. Komm, komm, komm. Nein. Ach. Ich komme da aber auch nicht drüber. Ich komme da nicht drüber. Immer so ganz knapp, aber es müssten halt ein, zwei Phasen mehr immer sein und dann hätte ich ihn, aber. Ich muss auch noch rauskriegen, wenn er springt und seine. Weiß nicht, sollen das Sägeblätter sein? Nee, wenn ich mich für spekuliere, keine Chance. Na komm schon. Jetzt bin ich wieder zu früh aufgestanden. Weiter. Aber gut. Die Melodie beim Game Over Bildschirm ist wenigstens nicht ganz so schlimm. Da gibt's Schlimmeres.
Das Einzige, was ich mir halt vorstellen kann, wenn da hinten schon die ganze Zeit so ein Block herumsteht, auf dem Wily Teleport System 2 steht, kann ich mir gut vorstellen, dass nach diesem Gegner einfach noch eben die anderen Bosse folgen. Und gut, ich hatte mir überlegt, wenn ich... Ich hatte mir überlegt, wenn es tatsächlich so laufen sollte, dass der das Level mit den Teleportsystemen, mit den 8 Gegnern nochmal, also wenn sowas überhaupt drankommen sollte, wenn sowas hier kommen sollte und ohne ein großartiges Level vorher, dann werde ich die 8 Bosse auch mal zumindest ein bisschen ohne Waffen probieren. Die Effektivitäten sind ja soweit sicher. Die habe ich zwar nicht alle zeigen können, aber das Let's Play zeigt, wo sie liegen oder wie sie liegen. Ach. Wieder verspekuliert. Jetzt hätte ich ihn fast gehabt. Ein aufgeladener Schuss und der wäre erledigt gewesen. Der Gegner ist doch eigentlich so einfach. Komm, das hab dich nicht so. Ich versuche mich jetzt mal ganz an die Wand zu stellen, wenn er rollt. Ja, wenn ich dann selber noch Bockmist mache, dann... Ah. Dann reagiere ich einfach nicht schnell genug. Ich glaube, Wily wird auch langsam langweilig zu, der dürfte langsam einen Krampf in seinen Augenbrauen bekommen. Oder an der Stirn. Hier sind auch hin und her schaut. So, wen verfolge ich? Ach, ich würde lieber gern einen von Wilys Robotern vorher zerlegen. Wäre langweilig ansonsten. Ja, wenn ich ganz an der Wand stehe, dann habe ich noch etwas länger Zeit. Und damit ist er erledigt. So, jetzt ist halt fraglich. Wie sieht das Ganze... Hä? Ah. Es ist wie in Dr. Wily's Revenge. Wir bekommen von einem Gegner, der einfach so mal daherkommt... Screw Crusher? Okay. Ah ja. Das ist aber mal ein kleiner... Ah, ich nehme es ja zurück. Wobei, das ist aber ein kleines Schloss, vergleichsweise. Ja, da sehe ich schon, Knochen fliegen, den kriege ich aber erst in der nächsten Folge ins Gesicht. Ich werte das mal als das erste Wily-Level und würde dann sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Mega Man 3 für den Gameboy. Ich bin Xy, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.